das endgültige Aus für den ausländischen Agenten FBK. Nach dem vorläufigen Verbot der Arbeit des ausländischen Agenten Fong für den Kampf gegen Korruption durch ein russisches Gericht und in Erwartung des Gerichtsbeschlusses, diesen Fong als extremistisch einzustufen, hat der Koordinator des Fongs die Einstellung der Arbeit offiziell verkündet. Leonid Volkov, Koordinator der Arbeit der Stäbe des ausländischen Agenten Fong für den Kampf gegen Korruption, erklärte, dass die gesamte Struktur der Organisation ihre Arbeit eingestellt hat. Die Fortsetzung der Arbeit, egal in welcher Form, birgt die Gefahr, dass sofort Strafverfahren gegen alle diejenigen eingeleitet werden, die direkt oder indirekt diese Arbeit organisieren. Es mache auch keinen Sinn, diesen Fong umzubenennen, ihm eine neue Organisationsform zu geben oder sonstige kluge Manipulationen vorzunehmen. Denn in jedem Fall werde die russische Staatsanwaltschaft sofort reagieren und Schritte einleiten, um auch diese Arbeit zu verhindern. Damit hört der Fong auf zu existieren, erklärte Leonid Volkov, der die Arbeit des ausländischen Agenten aus dem Ausland geleitet hatte. Volkov kommentierte, dass sich eine Reihe von regionalen Stäben auflösen, andere Stäbe sich reorganisieren und die Arbeit als gesellschaftliche Organisation unter Leitung starker Führungspersönlichkeiten fortsetzen werden. Es wird keine zentrale Aufgabenstellungen mehr geben. Es entfällt auch die Finanzierung dieser neuen Organisationen, hob Volkov hervor. Auch andere technische oder organisatorische Hilfe wird es für diese Organisationen nicht mehr geben. Man gehe davon aus, so Volkov, dass diese regionalen Organisationen auch so eine ausgezeichnete Arbeit leisten werden. Am Donnerstag informierten russische Medien, dass gegen Alexei Nawalny ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Er wird beschuldigt, eine nicht kommerzielle Organisation gegründet zu haben, mit dem Ziel, Bürger zu betrügen. Augenscheinlich geht es um Sponsorengelder von Bürgern, die durch Nawalny zweckfremd für Privatausgaben genutzt worden sind. Es werden dreistellige Millionenbeträge genannt. Только этого нам и не хватало. Zum gleichen Paragraphen werden weitere Personen beschuldigt. Leonid Volkov, der Koordinator der Nawalny-Organisation, der sich im Ausland befindet, und der Direktor der Nawalny-Organisation, Ivan Zhdanov. Im Falle einer Verurteilung drohen Geldstrafen bis 300.000 Rubel, Zwangsarbeit oder eine Freiheitsstrafe bis zu 4 Jahren. Правда? С ума сойти можно. Можно.